Der Winter in Wien, also der jetzt dann bald einmal kommen wird für uns alle, weil der Herbst neigt sich dem Ende zu, hat was von der Redewendung, wenn die Hölle zufriert. Kalte Nässe, die einem ins Mark dringt, kalte Windböen, die Erinien kreischen, sich durch Hemd und Mantel bohren, kalte Gesichter überall. Aber die Kälte ist nur der eine Teil des Verdrusses, den der Winter bringt. Der andere Teil ist die völlige Abwesenheit von Farben. Die Stadt ist so grau, dass sogar die Lichter der Verkehrsampeln farblos wirken. Kalt, freudlos, abweisend. So präsentiert sich die Stadt im Winter, wie die zugefrorene Hölle eben. Das Einzige, was in Wien noch beschissener ist als die Wiener, ist das Wetter. Mein Privatdetektiv ist überhaupt gar kein Detektiv, der ist auf der Uni beschäftigt, hat ein bisschen eine zwielichtige Vergangenheit und naja, und wie es auf der Uni halt so ist, da ist man nicht angestellt, da ist man nicht fix angestellt, da gibt es Forschungsaufträge. Und wenn eines Tages einmal das forschungsgebende Institut beschließt, dass eben keine Gelder mehr fließen, dann ist man heute auf dem Morgen arbeitslos. Du bist der, mit dem wir was mal telefoniert haben? Ja? Hast du noch nie einen Bäckerl gesehen? Fragte mich der andere mit dem Kapperlangriff lustig. Ich hatte nämlich völlig entgeistert eine nackte Dame angestarrt, die sich erst tief um den Hals des Brillenträgers regelte. Doch schon, antwortete ich. Was ich noch nie gesehen hatte, behielt ich für mich. Die üppige Dame trug einen Namen. Mama, das hatte ich noch nie gesehen. Aber oh, da vor der Reisetarnkappe, das ist der, mit dem wir telefoniert haben. Brauchst du nicht gleich einen Köch? Eh klar, der mit dem roten Kappel wandte sich mir zu, steckte sich einen Lucky Strike an und blies den Rauch aus. Du bist der Linda. Ja, gut, wir hätten einen Zund für dich. Der Zeigefinger visierte mich an, zwischen Ring und Mittelfinger steckte die Zigarette. Ihr Rauch wirkte wie der von einer Knarre. Interessant, schießen sie los. Herrst, bist du deppert? Nicht da herein. Wenn's du willst, wir haben ein Auto da. Können wir gleich losfahren, wenn's dir Spaß macht. Wohin? Wie ist's so sein? Konkreter geht's nicht. Warum mit deinen Scheißwörtern, das was keine Sau kennt? Er schob das Kapperl zurück und starrte mich angriffslustig an. Irgendwie hatte ich das starke Gefühl, dass Hunde, die so bellen wie die beiden, sicher nicht beißen würden. Okay. Verarschst du uns? Alter, vor die Bursche, die fragt einen, dann kannst du weiterreden, wenn dir der Kiefel wuchelt. Wenn's die Pappen nur aufbringst, erkennt sie das Kappel. Sagen wir einfach, wir teilen nicht den gleichen Sinn für Humor, okay? Nix für Oko. In der Boutongasse gibt es drei coole Dinge. Zum ersten das Café Mostar, das zwischen behördlich angeordneter Schließung und 24-7 Megaparty oszilliert. Wenn es geöffnet hat, erkennt man das ganz leicht an den im ganzen Grätzl verteilten Kotzflecken. Die zweite Sehenswürdigkeit gibt es direkt über dem Café in Gestalt eines nistenden Turmbalkenpferchens. Wenn einem einmal so ein kleiner Raubvogel mit Tempo 300 um die Ohren geflogen ist, wirken Düsenjets dagegen behäbig. Und zum dritten ist dann noch die Bar Scandaleu an der Ecke zur Selberstraße hinunter. Die Bar Scandaleu ist indirekt beleuchtet. Es gibt eine Bar, ein halbes Dutzend Tische, im hinteren Teil eine Stange und dort tanzt immer irgendwer. Es war nicht viel los heute Abend. Ein einsamer Herr saß an seinem Tisch mit drei Mädchen. Die Mädchen tranken Sekt aus hohen Gläsern, vor ihnen auf dem Tisch standen ein paar kleine Flaschen. Der Mann trank Bier. Ich fragte mich, ob er wusste, dass der Sekt für die Mädchen Apfelsaft war, der zum Preis von 9 Euro verkauft wurde. Ich bezweifelte das. Niemand schaut in der schummrigen Atmosphäre auf ein Etikett, auf dem Château de la irgendwas steht und ganz klein auf der Rückseite Jus de Bon. Servus Anna, ist schon Zeit her, dass du da warst? Ich bin immer so im Stress, meinte ich. Ach was, du vergisst einfach heute, Freund. Niemals, entgegnete ich energisch. Komm her, gib mir einen Schmatz. Sie beugte sich vor, hielt mir die Wange hin und ihr Busen wölbte sich wie die Flutwelle, die Platons Atlantisch verschlungen hatte. Ich küsste sie auf die Wange und tauchte in die Aura des Geruchs von Frau Wernusch ein. Puder, Schminke, Theaterfett und irgendwo hinter viel Parfum ein wenig Schweiß und Liebe. Der Kuss zerrte mich zurück in eine Vergangenheit, die ich schon aus langem abgelegt hatte. In dem Moment klingelte das Telefon in meiner Innentasche. Siebenteils fiel mir ein, dass es meine Laura sein könnte, Annas Freundin. Ich holte das alte, zerkratzte Handy heraus und siehe da, es handelte sich tatsächlich um meine Liebste. Mitten im Puff, umgeben von reizenden Mädchen, mit relaxtem Beat und erlebtem Sound in schummriger Atmosphäre. Das ist genau der Moment, in dem man auf so einen Anruf wartet. Ich bedeutete Frau Wernusch still zu sein und nahm ab. Ja? Hi Arno. Hi Süße. Kommst du noch? Fragte sie mich. Wie spät ist es denn? Na so etwa 11:30. Eher nicht. Was ist denn das im Hintergrund?
Laura hat einen sechsten Sinn, wenn es darum geht, mich bei Verfehlungen zu erwischen. Was denn? Na, die schwülstige Musik und das Mädchenlachen, fragte sie. Mit der Stimme, mit der Gottvater die Sünden am jüngsten Tag verdammt. Ich bin im Buff, entfiel es mir. Na, dann ist ja alles okay, erwiderte Laura knapp. Es herrschte einen Moment Schweigen.